gibt ja verschiedene demokratische Systeme auf der Welt, dass die ins Wanken geraten können. Das sieht man zum Beispiel an Ungarn und an Polen. Schauen wir in die USA, da ist das Kapitol gestürmt worden. Herr Holz, meinen Sie, dass das bei uns auch möglich ist? Ja, ich befürchte, dass sowas möglich ist. Im Reichstag waren wir ganz knapp davor, vor solchen Verhältnissen oder vor dem Versuch, da auch das Parlament zu stürmen. Und wenn ich mir gerade die Vorgänge der letzten Jahre in Ungarn und in Polen ansehe, dann muss ich sagen, ja, das Eis der Demokratie ist dünner, als wir vielleicht manchmal denken. Da ist nichts eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mit polnischen Richtern zum Beispiel intensiv gesprochen. Wenn Sie da verfolgen, wie eine eigentlich stabile, ursprünglich stabile Demokratie innerhalb kurzer Zeit gekippt werden kann, auch auf teilweise ganz subtile Weise, indem Grundrechte in kürzester Zeit ausgehöhlt werden, indem eben diese Balance, von der ich vorher gesprochen habe, ausgehebelt wird. Dadurch ausgehebelt, dass einfach die Judikative nicht mehr selbstständig ist, dass die Judikative nicht mehr unabhängig ist, indem Richter gegängelt werden, indem Richter aus dem Amt gekippt werden, Dinge, die nach unserem Rechtssystem nicht möglich sind. Aber es könnte ganz schnell gehen. Also die Ewigkeitsgarantie in unserem Grundgesetz, die bezieht sich ja nicht auf solche Dinge. Also wenn ein Gesetzgeber dafür eine Mehrheit fände, wären auch bei uns solche Dinge ganz schnell möglich, dass die dritte Gewalt nicht mehr unabhängig ist. Und in dem Moment, wo sie keine Kontrolle mehr durch die Justiz haben, ist natürlich sofort die Regierung, die Exekutive entfesselt. Und in dem Moment können sie sofort auch natürlich die Legislative aushebeln. Also ich glaube, wir müssen uns dessen schon bewusst sein, dass es tatsächlich ein sehr, sehr fragiles Gebilde ist. Und dass wir tagtäglich darum kämpfen müssen, dass das nicht passiert. Ich bin jetzt da nicht zu pessimistisch, weil ich glaube, dass eben die Balance, die ich vorher angesprochen habe, bei uns tatsächlich viel, viel besser funktioniert. Die ist über Jahrzehnte gewachsen. Und man sieht natürlich, dass am linken wie am rechten Rand, wer da fischt, immer seine Anhänger findet. Aber man sieht auch irgendwie ganz deutlich bis jetzt, dass das Potenzial doch begrenzt ist. Solange wir es schaffen, unsere demokratischen Vorgänge richtig zu vermitteln, solange wir es schaffen, eben auch für die gesellschaftliche, für die soziale Balance zu sorgen, glaube ich, dass wir nicht die Gefahr haben, dass es zum Beispiel für Grundgesetzänderungen, die Demokratie aushebeln, eine Zweidrittelmehrheit gibt. Aber wir müssen, glaube ich, uns immer dessen bewusst sein, möglich ist es. Herr Landesbischof, Sie kommen ja mit sehr vielen Menschen zusammen. Tragen die auch ihre Sorgen an Sie heran, was zum Beispiel dieses Thema betrifft? Ja, natürlich ist es so, dass Menschen gerade dann, wenn sie Sorgen haben und wenn sie auch Angst haben, wenn sie auch nicht wissen, wie wird es werden in der Zukunft, wenn wir sozusagen die Kontrolle eben mal nicht haben. Und die Pandemie ist natürlich eine Erfahrung, wo wir in einem Maße keine Kontrolle haben, wie wir das wahrscheinlich selten in der jüngeren Geschichte erlebt haben. Und da ist schon in dieser Situation der Unsicherheit, der Nervosität, der Verwundung, der Erschöpfung, das, was wir jetzt im Grunde ja alle spüren, dass die Geduld zu Ende geht, da sind die Nerven angespannt. Und da ist es jetzt sehr wichtig, dass wir in dieser Phase wirklich zusammenhalten, in einem ganz ursprünglichen Sinne, dass wir solidarisch miteinander sind. Ich glaube, der Punkt ist der gefährlichste, wenn Menschen das Gefühl haben, ich bin sozusagen Opfer dieser Sache und keiner unterstützt mich. Vielleicht auch noch andere profitieren und ich bin der Verlierer. Deswegen ist es, was Herr Holt vorhin gesagt hat, so wichtig, die soziale Stabilität. Ich glaube, die spielt eine ungeheure Rolle für die Frage, ob wir mit Krisen so umgehen können, dass die Demokratie Bestand hat. Und deswegen glaube ich, wird es auch eine der Fragen sein in dem Jahr, was jetzt folgt. Hoffentlich ist es dann ein Nach-Pandemie-Jahr, dass die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den Kosten dieser Zeit um?
Glücklicherweise konnten wir das jetzt aus einer sehr starken wirtschaftlichen Position machen. Dafür bin ich unendlich dankbar. Wenn das nicht so gewesen wäre, wäre es noch viel schwieriger gewesen, den sozialen Zusammenhalt zu erhalten. Aber jetzt kommt es schon darauf an, dass das, was im Grundgesetz steht, was auch in der Bayerischen Verfassung steht, dass nämlich die Demokratie immer auch auf den sozialen Ausgleich angewiesen ist, dass das sich jetzt auch bewährt. In welcher Form das am besten dann geschieht, wie man mit der Frage umgeht, macht man mehr Schulden oder muss es von jemand bezahlt werden und von wem dann, da müssen natürlich die Stärkeren die größeren Lasten tragen, das ist selbstverständlich, oder diejenigen, die jetzt sehr gut herausgekommen sind gegenüber denen, die ohne jedes Verschulden, kleine Unternehmen, kleine Geschäfte, da jetzt einfach liegen bleiben. Da muss es Ausgleich geben. Wenn uns das gelingt, dann bin ich auch zuversichtlich, dass all diese Verwundungen, all diese Erschütterungen des eigenen Lebensverständnisses, auch der Gesellschaft, dass wir das auch überwinden können und vielleicht am Ende sogar auch als Demokratie gestärkt daraus hervorgehen. Vielleicht als letztes noch. Man kann eigentlich gar nicht dankbar genug dafür sein, wie wir das in diesem Jahr als liberale Demokratie hinbekommen haben. Alle miteinander. Dass eine liberale Demokratie gezeigt hat, sie ist in der Lage, mit einer solchen Extremsituation umzugehen. Es sind eben nicht die autoritären Herrscher oder die Diktaturen, die sich hier bewährt haben, sondern es hat sich gezeigt, dass auch Demokratien, vielleicht sogar ganz besonders Demokratien, mit einer solch existenziellen Krise umgehen können. Es ist noch nicht zu Ende, es muss sich weiter bewähren, wir müssen wachsam bleiben, das will ich dick unterstreichen, aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Herr Mayer, finden die Menschen denn auch oder können sie auch in den Medien Halt finden? Was können Sie dafür tun? Wir können das mit jedem Bericht, den wir machen, eigentlich tun. Es ist vielleicht ganz interessant. Ich sitze ja hier, das ist noch nicht gesagt worden, im Fernsehstudio des Bayerischen Landtags. Ich berichte heute über den EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der als Online-Gipfel wegen Corona stattfindet. Und das tue ich auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Und gerade Europa ist ja immer ein bisschen unter Beschuss gewesen, weil es geheißen hat, diese Solidarität, von der Sie gerade gesprochen haben, Herr Landesbischof, würde da nicht so sehr stattfinden. Jeder sieht nur sich selbst und das wäre doch eigentlich eine Vorbildfunktion. Das stimmt. Trotzdem sehe ich in der Rückschau eigentlich mit Tippschritten jedenfalls durchaus ein Vorwärtskommen. Das ist eben genau auch der Preis der Demokratie und man kann es in Europa ganz besonders gut beobachten, dass es, wenn im Zweifelsfall halt langsam vorwärts geht. Aber es zeigt sich eben auch bei diesen Gipfeltreffen und sonst in der Europaberichterstattung immer wieder, dass am Ende, wenn es wirklich dann darauf ankommt, es schon als ein Gebilde gesehen wird und dass die Kraft derer, die da zusammenhalten, dann immer trotzdem noch größer ist als derjenigen, die ausfransen. Sie haben das Beispiel Ungarn genannt zum Beispiel. Bei diesem Gipfel geht es jetzt zum Beispiel auch über die Türkei. Auch da haben wir ja das Problem mit der Demokratie. Dann wird es hier auch noch über Russland gehen, momentan ein ziemlicher Tiefpunkt im Verhältnis dazu. Aber da ist dann doch ein ganzes demokratisches Europa mit 27 oder dann vielleicht, wenn es nicht alle sind, 25 Staats- und Regierungschefs letztlich zusammenhaltend da und sagt, da müssen wir uns auch dagegen wehren, dass es eine Verschiebung, eine tektonische geht und dass es weggeht von demokratischen Prinzipien. Also ich will da nicht nur Schönfärberei betreiben. Es ist klar, dass da vieles auch nicht toll läuft auf europäischer Ebene. Aber im Großen und Ganzen ist es etwas, was einen immer wieder überzeugt, dass die Demokratie das Richtige ist. Und wir berichten darüber und auch in diesem Sinne, wie ich es gerade sage. Und ich glaube, das kann den Menschen dann auch zeigen, das funktioniert schon. Ihr seid da im richtigen Staatssystem.